Hallo und herzlich willkommen, meine liebe CK-Crew. Hier ist wieder euer Commander Keule mit einem neuen Video, weil wieder neue Mods rausgekommen sind. Und die will ich euch natürlich auch sofort zeigen. Aber vorweg gleich nochmal gezeigt, für die Leute, die es immer noch nicht richtig verstanden haben und auch immer noch nicht gecheckt haben und immer noch die Fragen sind, wieso sind bei mir manche Mods nicht da? Es ist nicht schlimm, Leute, wenn ihr das fragt. Ich gebe euch gerne nochmal den Hinweis und nochmal die Antwort darauf. Es tut keinem weh, also immer raus mit euren Fragen. Wenn ihr irgendwas nicht wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich erkläre es euch, wenn ich kann. Wenn nicht, mache ich ein Video dazu, um es noch verständlicher zu machen. Und zwar, wenn ihr hier in diesen Mod-Menü reingeht, ja, Mods, und einfach mal hier oben die Reiter durchgeht, ja, beziehungsweise auch schon hier auf der Hauptseite. Einfach mal unten gucken, L3, alle Mods anzeigen. Wenn ich jetzt meinen linken Stick drücke, seht ihr schon, zack, auf einmal ist hier eine ganze Bandbreite mehr dazugekommen. Wenn ihr mal oben in die Reihe schon alleine guckt, da kommen die Forstmaschinen dazu, da kommt der Teleskoplader dazu, die Flügel kommen dazu, die Tiertransporter kommen dazu und so weiter und so weiter. Und in der untersten Reihe zum Beispiel Gameplay ist jetzt neu dazugekommen und noch viele andere Sachen. Und wenn ihr dann immer noch nicht alle Mods findet, Leute, auch wenn ihr hier auf der Hauptseite seid und sagt, oh, mir fehlen trotzdem noch welche, die sind hier irgendwie in keiner von diesen Dingern hier drin, dann geht doch einfach mal hier oben die Reiter durch und macht das auf jeden Reiter nochmal, weil hier habt ihr dasselbe Problem. Wenn ich jetzt hier reingehe, guck mal, ich drücke jetzt zum Beispiel nur Top-Mods anzeigen, auf einmal bam, nur Top-Mods, ihr seht, dass es ausgedünnt wurde, ich drücke wieder alle Mods anzeigen und schon sind alle wieder da. Und darauf müsst ihr einfach achten, Leute. Jetzt gehe ich in den Spielstand rein, zeige euch die neuen Mods, die heute gekommen sind und freue mich drauf. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, wie immer ein Like da lassen, ein Abo da lassen, den Stream, wollte ich jetzt schon gerade sagen, das Video teilen an eure Freunde, auch gerne Bescheid sagen, was hier bei mir abgeht, wenn ihr Freunde habt, die auch sehr gerne und sehr viele Informationen immer zum LS haben wollen. Bei mir seid ihr richtig, Leute. Also bis gleich, in-game. Yo, liebe CK-Crew, da sind wir auch schon bei der kleinen Mod-Vorstellung und wie ihr seht, stehe ich hier an dem eigentlichen Hoffeld von der Felsbrunn-Map, also da, wo eigentlich der ursprüngliche Hof auf den Spielstand leicht ist. Da drüben ist das Feld Nummer 19, Nummer 20, Nummer 19 ist daneben. Und ja, wie ihr seht, habe ich jetzt hier einfach so einen kleinen Teich. Denn wir haben einen neuen Mod bekommen, den Teichwasser-Store heißt das Ganze. Eine Teichwasseroberfläche, die über ein Loch gelegt werden kann, mit dem sie ihren Wassertank füllen können. Das bedeutet, wir können uns jetzt jederzeit, auch wenn wir Bock auf einen Teich haben, bei uns auf dem Hof, selber einen Teich irgendwo hinlegen. Oder wenn wir unserem Hof halt einfach irgendwie verschönern wollen durch einen Teich, können wir das auch machen. Und das Ganze geht wie folgt, Leute. Wir haben das unter platzierbare Objekte gekriegt. Und da diverses ganz hinten ist quasi der Wassertank-Mod, heißt das Ganze hier, warum auch immer. Wir können das Ganze jetzt, ihr seht schon hier die Riesenfläche, die das Ganze auslegen kann. Ja? Ihr könnt das jetzt wie folgt machen. Entweder geht ihr jetzt hier einfach hin, platziert hier die Fläche, zack, und schon seht ihr, dass da nicht viel passiert ist. Oder ihr macht es halt einfach andersrum, weil ihr könnt natürlich erstmal das Landskipping benutzen, jetzt hier, um den Teich freizulegen im Nachhinein. Ja? Ihr seht schon, zack, und schon ist das Wasser da. Könnt es so rum machen, weil dann seht ihr, wie groß ihr das Ganze machen wollt. Oder ihr macht es halt andersrum, so wie ich das jetzt auf dieser Seite hier machen werde. Ich mache hier jetzt einfach so ein Loch rein. Ja. Zack. So. Und sage, das soll mein Teich werden. So, ja. Und dann gehe ich einfach zurück. Gehe auf platzierbare Objekte, auf diesen Teichtank und pack das Ding hier einfach mittig rein. Und zack, schon ist da unten Wasser drin. Coolere Variante finde ich die hier, weil dann ist das quasi bis an die Wasserkante oben dran. Wenn ihr das Loch zu tief macht, so wie ich das in dieser Variante jetzt gemacht habe, deswegen habe ich euch das auch extra so gezeigt, dementsprechend funktioniert das Ganze nicht so hundertprozentig. Ja, ihr seht schon, ich habe das Loch gemacht und jetzt müsste ich eigentlich das Loch noch tiefer machen, um halt das Wasser zu sehen. Ich gehe mal näher ran, zack, und jetzt seht ihr schon, zack, da kommt das Wasser zum Vorschein. Wenn ich jetzt das Ganze wieder anheben würde, so, hier auf diese Ebene, dann verschwindet das Ganze auch wieder und der ganze Teich ist weg, ja. Also, ihr könnt das auch komplett wieder zumachen, wenn euch das nervt, weil verkaufen geht irgendwie nicht. Also, das wieder zu verkaufen, können wir natürlich hier auch in der Garage anmachen. Dann könnt ihr euch diesen Teich hier auswählen, zum Beispiel den hier. Ja, wenn ich ihn irgendwie ausgewählt bekomme. Normalerweise soll es gehen, aber es geht irgendwie nicht. Seht ihr das? Egal, wo ich hier hinklicke, ich kann ihn nicht verkaufen. Man könnte das Ganze jetzt einfach versuchen. Nee, ich kann ihn nicht verkaufen. Schade, ja. Also einfach zuspachteln das Ding, auf gut Deutsch gesagt. Man müsste jetzt ausprobieren, wenn man halt nur einen davon hätte, ob das dann funktionieren würde. Das können wir aber jetzt in einem kleinen Sprung zu Anfang dieses Intros wieder machen. Und da hatte ich ja nur einen und dann versuche ich den nochmal zu verkaufen. Also bis gleich.
Ja, da sind wir wieder zurück am Ursprung. Wir sind wieder hier an derselben Stelle mit dem Fluss und jetzt habe ich nur einen von denen in meiner Garage und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob ich das Ding auch verkaufen darf. Jetzt, wenn wir nur einen haben, können wir das Ding auch getrost wieder verkaufen. Jetzt haben wir natürlich hier so ein kleines Loch durch das Einarbeiten mit in dem Landscaping-Tool, aber das kann man jetzt ja auch ganz schnell wieder begradigen, indem man hier einfach auf das Landscaping-Tool geht, daneben irgendwo hingeht und auf Planieren drückt. Und dann haben wir eigentlich wieder dieselbe Ebene, wie wir sie vorher auch hatten. Das heißt, Planieren ist hier die R1-Taste und dann werden wir das Ganze einfach in den Ursprung zurücksetzen. Zack. Und schon ist das Loch wieder zu. Es sieht aus wie vorher und alles ist gut. Also jetzt ab zum Shop und restlichen Mods angeschaut. Ja, meine Damen und Herren da draußen, jetzt sind wir mal zum Shop gesprungen, nachdem ich euch das mit dem Teich gezeigt habe, haben wir ja auch noch andere Mods bekommen. Und zwar haben wir hier einmal schöne Anhänger der Marke Fliegel bekommen. Einmal als Star-Achs-Variante und dasselbe, was ich euch hier jetzt aufgestellt habe. Ja, ich habe das extra in den zwei verschiedenen Farben, die es zur Auswahl gibt, gemacht und in verschiedenen Varianten einmal komplett hingestellt. Das gleiche, was hier steht, in dieser Fünffach-Ausfertigung, gibt es auch noch als Drehschemel, ja, was jetzt hier steht. Also es sind zwei verschiedene Anhängertypen bekommen, einmal als Star-Achs und einmal als Drehschemel. Das Ganze ist quasi aufgebaut wie der Standard-Strautmann-Anhänger, das heißt mit, glaube 5000 Litern gucken wir aber gleich im Shop, dann bis hin zu 18.000 Litern oder sowas, als Palettenwagen, als Ballenwagen quasi, ja. Also das hier könnt ihr auch als Ballenwagen nutzen, aber oder als Palettenwagen, das hier könnt ihr auch als Ballenwagen nutzen oder Palettenwagen. Das Ganze werden wir uns jetzt aber im Shop nochmal angucken, bevor ich euch die anderen Mods zeige, weil wir machen das Ganze einfach Step by Step. Das Ganze finden wir hier unter Hängern. Hier sind die schönen Fliegelanhänger und zwar einmal als Star-Achs, ja, TDK 160 und DK 160, einmal für 14.600 Euro, einmal für 12.700 Euro. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Die Farben habe ich euch gezeigt, hell und dunkelgrün. Wir haben Kapazität von 5.700 oder 11.300 oder halt 18.600 oder als Ballenwagen mit nur Wand vorne, was wir auch als Palettenwagen nutzen können oder als solch einen Ballenwagen, was wir auch als Palettenwagen nutzen können. Mit der Wand hinten und vorne ist, glaube ich, für Rundballen ganz gut geeignet. Können wir aber machen, wie wir lustig sind. Wir haben auch noch verschiedenste Reifenausführungen. Einmal die Michelin-Reifen. Und einmal die, na, wo sehen wir sie am besten? Gar nicht hier drin, man kennt es. Und einmal die Trelleborg. Und das Ganze spiegelt sich dann natürlich, achso, und die Lizard natürlich auch. Lizard, Trelleborg und Michelin, nicht zu vergessen. Das Ganze spiegelt sich halt in dem DK wieder. Hier haben wir auch 5.700 und 11.300 und 18.600 oder als Ballenwagen Variante 1, Ballenwagen Variante 2 und auch mit den Reifen haben wir hier Lizard und Trelleborg nur zur Auswahl, wobei wir bei Lizard, Lizard sogar noch Standard oder halt Standard 2 Variante nehmen können. Da ist ein bisschen anderes Reifenprofil, die Reifen werden ein bisschen größer und schmaler. Reifen abgehakt, Farbe auch dieselbe. So, aber das ist jetzt halt einfach nur ein Hänger der Marke Fliegel. Wer drauf steht, erst recht auf die Farbe, dem sei es gegönnt. Jetzt kommen wir aber mal zu etwas Interessanteren. Und zwar habe ich euch das hier schon mal ein bisschen vorgezeigt und hingestellt. Wir haben hier so eine schöne Hakenlifter gekriegt. Kann man sie Hakenlifter nennen? Ich weiß es jetzt gar nicht, wie wir die Teile nachher schimpfen wollen. Das sind eigentlich so Backlifter, ja. So ein Backlifter-Pack von der Marke Lizard. Ich fange jetzt einfach mal an mit, ja, mit dem Manitou hier drüben. Da haben wir einmal so ein schönes, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das Ganze nennen wollen. Das ist eine umgedrehte Palettengabel quasi. Da können wir einfach einsteigen. Ich zoome auch mal ein bisschen näher ran. Und dann fahren wir mit dem Teil, es ist zum Beispiel auch keine Collision Zone. Ihr seht das jetzt hier direkt, ja. Also ihr braucht da nicht unbedingt direkt das Loch treffen. Wenn ihr jetzt einfach hochfahrt, hängt das Ding da vorne dran. Vorne ist so ein Widerhaken dran. Ich weiß nicht, ob man ihn so gut erkennt. Aber vorne ist so ein Widerhaken dran, also da kann der auch ganz gut gegenrutschen, der hält auch eigentlich ganz gut, außer wenn er zu weit nach vorne geht, rutscht der dann runter. Aber es hält eigentlich ganz gut durch diesen Widerhaken, den wir da vorne haben. Und wie gesagt, ihr habt da so eine kleine Collision Zone nur ganz oben, eigentlich am Rest nicht. Also wenn wir hier einfach runtergehen, ihr seht es schon, hier gibt es keine Collision. Also ist das gar nicht so schwierig, die Dinger sich hier aufzuhaken und dann einfach wegzufahren. Sie wackeln natürlich ein bisschen hin und her dann, aber ich sag mal, ist gar keine schlechte Idee, die Dinger hin und her zu fahren, weil vorher
Ich weiß nicht, ich habe da das schon mal versucht, die zu verladen. Vorher war es echt anstrengend, sie zu verladen. Hiermit geht das, glaube ich, ganz gut. Dazu haben wir noch so einen Decklifter für den Traktor bekommen. Der ist eigentlich auch ganz geil. Den hängen wir einfach nur an. Und tiefer als so geht der gar nicht, außer wir fahren hinten noch ein bisschen weiter runter, was natürlich ein bisschen realistischer wäre. Aber wir können auch den einfach hochgefahren lassen, wenn wir nah genug dran sind. An dem Back seht ihr unten schon X drücken, dann springt das von ganz alleine da oben dran. Das können wir dann hochfahren, das Ganze. Und dann, wo auch immer wir es rein- oder draufstellen wollen, können wir das Ganze draufpacken. Finde ich eigentlich ganz witzig, das Ding. Aber das war jetzt noch nicht alles, meine lieben Freunde. Denn jetzt kommt eigentlich der Clou an diesem ganzen Ding. Wir fahren jetzt mal mit dem Massey Ferguson Stück vor und haben hier das nächste. Einmal angehängt das Ganze und wir haben hier so ein Kreuz quasi dazu gekriegt. Und ihr seht schon, ich kann das nicht aufnehmen. Ja, auch wenn ich das Ding hier vorne runterfahre, kann ich das nicht aufnehmen. Wir müssen erst quasi das Frontgewicht, wenn es ein Frontgewicht wäre, runterfahren mit L1 Kreis. Dann seht ihr jetzt, zack, ich kann das Ding anhängen. Und jetzt kommt der ganze Clou an der ganzen Geschichte, was ich ziemlich nice finde. Jetzt fahren wir da hinten an so eine Palette ran. Na, ich habe mir hier mal zwei Stück hingestellt. Eine hätte eigentlich auch gereicht, aber doppelt hält besser, habe ich mir gedacht. Jetzt fahren wir das Ganze einfach ein bisschen runter. Und das Schöne an diesem Teil jetzt ist, wir müssen aussteigen, ja, und dann können wir hier hingehen. Und dann können wir hier, zack, einmal festmachen, zack. Auf der Seite bitte auch. Spanngurt festmachen, zack. Und jetzt können wir das ganze Ding einfach hochheben und ja, wegfahren, zum Hof fahren oder einfach auch hier drüber stapeln. Kommen wir eigentlich noch höher? Ja, wir kommen sogar noch höher. Jetzt kann ich auch mal ausprobieren, ob man vielleicht sogar zwei davon nehmen könnte direkt. Das schaukelt ein bisschen das Ganze, ist aber nicht schlimm. Ich glaube, es ist eigentlich nicht dafür gedacht, Keule, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Denn Versuch macht klug. Komm da oben gar nicht dran. Mach mal auf. Nee. Ich kann es nicht abmachen. Also ich kann es nur abmachen, wenn es auf dem Boden steht anscheinend. Also ich krieg es nicht gelöst. Die Spanngurte. Nee, die Spanngurte gehen nicht ab. Ich krieg's erst gelöst, wenn es wieder auf dem Boden steht. Alles klar. Ach nee, ist abgegangen. Es ist abgegangen. Jawohl, es ist abgegangen. Es geht anscheinend doch. Wir müssen nur den richtigen Punkt treffen. Oder auch nicht. Okay, es geht anscheinend doch nicht. Okay, es geht anscheinend doch nicht. Schade, ich dachte, man kann auch zwei Stück übereinander stapeln, aber es geht anscheinend nicht. Jetzt hängen sie trotzdem aneinander. Gut, so kann man es auch machen. Also ist ein bisschen buggy das Ganze noch, wie wir sehen. Aber ist nicht schlimm. Ich finde die Teile trotzdem ziemlich witzig. Man muss ja auch nicht so rumspielen wie ich mit dem ganzen Kram. Man kann es auch einfach so stehen lassen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Ist auch ziemlich cool. Aber ich sag mal, die Mods sind eigentlich gar nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet. Ich werde die Dinger zumindest nicht benutzen. Da bin ich mit einem Palettenstapeln auf jeden Fall schneller, wenn ich einen Frontlader oder einen Teleskoplader nehme. Aber für diese Big Bags finde ich es eigentlich ganz cool, diese umgedrehte Palettengabel, wenn wir sie jetzt einfach mal so nennen wollen, von der Marke Lizard, ist eigentlich ziemlich cool. Das ist der Sackheber für den Teleskoplader. So, jetzt habe ich's. So heißt das ganze Ding, das ist der Sackheber für den Teleskoplader. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann droppt gerne ein Like, ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Es kommen immer wieder informative Videos, auch diese Woche sind wieder einige dabei. Und ja, paar Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, was ihr noch nicht wisst. Oder wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich bin euer Mann für manche Sachen. Wenn ich es nicht weiß, werde ich mich informieren und euch dann informieren. Also, ich bin raus. Tschö mit Öl. Guck mal, na, Keule.